Unsere Patientin ist 48 Jahre, allgemeine Anamnese unauffällig. Sie hat vor circa 2 Jahren eine aufwendige ästhetische Versorgung der Oberkieferfront bekommen mit vollkeramischen Brücken und Einzelkronen. Die Zähne 2-1, 2-2 sind endodontisch versorgt und mit relativ großen Stiften versorgt. Es ist zu einer Längsfraktur an Zahn 2-2 gekommen. Hier ist eine Fistel schon seit einigen Wochen vorhanden. Und man kann mit der Parodontalsonde in diesem Bereich bis zum Apex sondieren, ist also bukal kein Knochen mehr vorhanden. Wir haben geplant, diesen Zahn mit einem Einzelzahnimplantat zu versorgen. Heute wollen wir die Alveole füllen mit einem Knochenersatzmaterial, hier vorne eine Kollagenmembran einbringen und im Sinne einer Ridge Preservation so das Volumen erhalten und die Weichgewebskontur für weitere chirurgische Interventionen wie Augmentation, Implantation. Mit einer Parodontalsonde wird zunächst das Knochenangebot um den Zahn 2-2 herum sondiert. Dabei ist der Verlust der bukalen Knochenlamelle deutlich zu erkennen, während im palatinalen Bereich des Zahnes noch ausreichend Knochen vorhanden ist. Mit einer Mikroskalpellklinge wird bukal zunächst verbliebenes Granulations- und Bindegewebe von der Zahnoberfläche gelöst. Im knöchernen Bereich werden zusätzlich die erreichbaren scharpäischen Fasern durchtrennt. Diese Maßnahmen werden durch den Einsatz eines Periotoms und eines Tunnelierungsinstruments nach Zur unterstützt. Mit einem kleinen Hebel und Extraktionsinstrumenten nach Karl Ludwig Ackermann erfolgt nun die Luxation des Zahnes. Mit vorsichtigen Rotationsbewegungen und dem Einsatz einer Extraktionszange soll der Zahn nun entfernt werden. Gelegentlich kann es dabei, wie in unserem Fall, zum Verlust der prothetischen Krone kommen. Die endgültige Entfernung des Zahnes stellt aber weiterhin kein Problem dar. Gut zu erkennen ist hier das Fehlen der bukalen Knochenlamelle. Mit einem Tunnelierungsinstrument wird die Schleimhaut bukal bis in die benachbarten Bereiche in Regio 2-1 und 2-3 vom Knochen gelöst. Dadurch wird ein Lager für die einzubringende Membran geschaffen. Aus einem sterilen Stück Papier wird nun eine Schablone für die Membran geschnitten. Sinnvollerweise sollte dazu eine gebogene Schere benutzt werden. Die Schablone wird an die Außenseite der Defektregion gehalten, um die Form und Abmessung zu überprüfen. In einem weiteren Schritt erfolgt eine Feinkonturierung der Schablone. Die Membran muss so dimensioniert werden, dass sie die Defektregion nach mesial und distal überlappt. Dabei sollte sie auf den benachbarten knöchernen Strukturen aufliegen und einen Verschluss der Alveole nach Kristall gewährleisten. Das Geistlich-Kombikit-Kollagen besteht aus einer 16x22 mm Geistlich-Bioguide-Membran und einem 100 mg Geistlich-Bio-Aus-Kollagen-Block, welche einzeln steril verpackt sind. Der Geistlich-Bio-Aus-Kollagen-Block kann hervorragend Flüssigkeiten aufnehmen. Beide Produkte sollen zusammen bei einer Anwendung verwendet werden. Die Kollagenmembran weist zwei unterschiedlich strukturierte Seiten auf. Die Seite der Membran, die nach ihrer Applikation nach außen weisen soll, ist durch die Prägung des Wortes ab auf der Membranoberfläche gekennzeichnet, wie hier deutlich zu erkennen ist. Anhand der zuvor gefertigten Papierschablone wird die Membran zurechtgeschnitten. Die angepasste Membran wird nun, einmal gefaltet, mit einer Pinzette in die Alveole eingebracht.
mit steriler Kochsalzlösung benetzt und die apikal des Defektes liegende Basis wird über die benachbarten Knochenstrukturen ausgebreitet. Es erfolgt die Einbringung des Geistlich Bio aus Kollagenblocks. Dieser enthält zu 90% Geistlich Bio aus Granulat. Der 10%ige Kollagenanteil hält das Granulat in Form eines Blockes zusammen. Dieser Kollagenanteil hat keine Barrierefunktion. Die Barrierefunktion wird von der Geistlich Bio Guide Membran gewährleistet. Der Block kann sehr gut Flüssigkeiten aufnehmen und wird so leicht teilbar und formbar. Das Einbringen von Knochenmaterial in den Defekt wird dadurch deutlich erleichtert. Dies geschieht im vorliegenden Fall portionsweise, wobei jede einzelne Portion vorsichtig verdichtet wird. Danach ist es sinnvoll, die korrekte Lage der Kollagenmembran zu überprüfen und gegebenenfalls so zu korrigieren, dass der knöcherne Defekt und die Alveole gut verschlossen werden kann. Anschließend wird die Geistlich Bio Guide mit einer Rückstichnaht an der palatinalen Gingiva befestigt und die Wunde verheilt offen. Im vorliegenden Fall wurde dazu eine mikrochirurgische 6-0 Seralene Naht benutzt. Abschließend wird das bereits gefertigte Provisorium eingebracht und der korrekte Sitz überprüft. Im vorliegenden Fall wird das Provisorium im apikalen Bereich verlängert, um ein funktionell und ästhetisch zufriedenstellendes Ergebnis zu gewährleisten.